Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Project 2002 Kappa Mode. So, es ist einige Zeit vergangen. Um genau zu sein, zwischen den Folgen ist ein Monat her. Warum ist ein Monat her? Ich muss jetzt mal von vornherein sagen, ich konnte nicht mehr. Irgendwie, ich war so K.O. fertig, so alles Mögliche. Ich habe eine Auszeit gebraucht. Tat mir jetzt aber auch ganz gut. Jetzt habe ich aber wieder richtig, richtig Bock bekommen. So. Während diesem Monat ist einiges passiert. 3,3 Millionen Slimeballs. Ja, ich glaube, ne, da kannst du mal sagen. Ja. So. Ich glaube, da haben wir jetzt erstmal genug. Netherstars sind anscheinend nicht weitergelaufen, weil ich den Server direkt quasi, nachdem ich aufgehört hatte, einmal reaktivieren musste und das Last Millennium nicht geladen wurde. Deswegen ist auch hier die Farm leer gelaufen und wir haben nur noch Energie über den Reaktor. So. Auf jeden Fall. Ich würde jetzt gerne erstmal gucken, wo wir dran waren, was wir machen können. Ach komm. Klären wir einmal das hier ganz kurz. Ich erwarte nicht, dass wir da was Großartiges rausbekommen werden. Wir nehmen einfach mal die unteren Lootbags. So, wieso konnte ich nicht mehr? Ich war einfach erschöpft, hatte Bewerbungsstress, dann war ich gesundheitlich nicht so wirklich gut dran, da war ich einfach auch nachts vielleicht eine Stunde oder zwei geschlafen habe. Also es war schon teilweise richtig heftig, war richtig lustig. Nicht. Was hatten wir noch? Dann Stress mit Weihnachten. Dann hatte ich noch eine Organisation laufen von unserer Truppe her, dass wir uns Silvester treffen. Dann ist eine Nachbarin von mir, eine gute, ja okay, was heißt gute Freundin? Diese Nachbarin, die kenne ich seit meiner Geburt. Okay, das ist nicht schlimm. Das auch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal gerade komplett durch. Naja, die kannte ich seit meiner Geburt und naja. Ist eine ältere Dame. Kann ich mal so sagen. Und ich verbitte mir jetzt irgendwie so sämtliche Kommentare vom Thema Herr Milfanta und so eine Scheiße. Da bin ich ehrlich, das muss in meinen Augen jetzt nicht sein. So, poppen wir einfach mal auf. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Zack, 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 zack. Das kann weg. Genau wie das. Ah ja, Instant Debugnates. Cobblestone Framework. Transpendent. Item Dislocator. Machen wir einfach mal gerade so. Transpendent, Kabel, Kettensäge, Deko, eine Dirt Chest, Linsen, Quantum Teil, Deko, etwas nützlich, Deko. Gut. Dann machen wir einmal so. So, all das, was wir nicht brauchen, kommt rein. Sehr schön. Und dann einmal so, so. Und so. Sehr schön. Dann gucken wir jetzt mal, was wir heute machen können. Ich bin ehrlich gesagt null vorbereitet in die Aufnahme reingegangen. Merkt man vielleicht. Ich werde aber mal sagen, wir gucken, dass wir in einer der nächsten Folgen mal die MFR-Sachen machen. Oh, hier kann ich schon was machen. Growing Wireless. Wir machen heute mal komplett die unteren Lootpicks. Ich habe mir jetzt aber auch nochmal überlegt, wie ich weitermache hier mit dem Modpack. Ich hatte erst vorgehabt, dass ich alles zu 100% mache, also auch das Achievement-Buch. Ich werde es aber so machen, ich werde nur die, was heißt nur, in Anführungszeichen,
Ich werde gucken, dass ich das Questbuch zu Ende machen werde. Und dann einmal. Was war das denn? Welt of Waterwalking. Herzglas. Und nochmal Herzglas. Und ich werde die Creative-Sachen bauen, also die ich bauen möchte. Was, naja, was heißt möchte? Ich werde gucken, dass ich die Creative-Sachen, soweit es geht, bauen werde. Einfach. Oh Gott, das werde ich jetzt nicht claimen. Einfach, naja. Um sagen zu können, ich habe es gemacht, Ende. Ja. Wir könnten mal gucken, dass wir hier die Morningstar-Sachen machen. Ein Artefakt, ja gut. Was haben wir da? Places Cakes und der Lost Nicking on Air. Gut, was brauchen wir denn da? Fangen wir hier an. Wir brauchen einen Red Katar. So. Wir brauchen Demon Steel of the 10th Magnitude. Und Red Matter und Dark Matter. Machen wir mal so. Dark Matter X. Dark Matter Shears. Und ich habe es schon wieder gemacht. Eine Red Matter Ho. Eine Dark Matter Ho. Die wir dann zur Red Matter machen. Genau wie das hier. Und das hier. Und jetzt brauchen wir Demon Steel of the 10th. Aber das ist kein Crafting-Rezept. Okay, also. Demon Steel haben wir First, Third, Seventh, Eighth. Dann brauchen wir eins für 9. So. Und dann hier eins für 10. Ja gut, dann wir haben ja hier noch genug Platz zum Reinklatschen. Demon Steel of the 10th. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 5 Stück. Ich mach mal 10. Ich habe. Moment mal. Was habe ich jetzt hier gemacht? Habe ich jetzt gerade gesagt, dass ich. Moment mal, Moment mal, Moment mal. 10, fast 9, 6. Also, okay. Hier haben wir. 10th haben wir. Fourth, second, third, seventh, eighth, sixth, fifth. Ich bin gerade. Okay. Anders, das wird mir gerade so blöd. Wofür haben wir das Gelumpe denn mit dem C? Wir haben da noch bestimmt Bedrockium. Ach du Scheiße. Das lief doch jetzt auch bestimmt über die Zeit weiter. Da habe ich noch ein bisschen Angst, habe ich noch nicht nachgeschaut. Ja gut, ne, 56. Können wir ja mal schnell braten. Och nee, ne. Jetzt hat mal wieder diesen Bug. Dann machen wir das anders. Wir nehmen dann mal hier die Emerald-Blöcke raus.
Schande. Ja gut, dann lassen wir das erstmal sein. Machen wir doch anders weiter. Was können wir machen? Was können wir machen? Was können wir machen? Warte mal, wir hatten doch hier die Safari-Netze, ne? Hier, genau. Animated Block. So, genau. Dann können wir heute die Autospawner machen. Weil das habe ich noch nicht aufgebaut. Da ich hatte quasi direkt nach der Folge aufgehört. Sentinel und Ender, da braucht man eine Hexe. Darksteel Bolts haben wir. Machine Chassis haben wir. Light Blue Plastic haben wir auch. Bus Randomizer. Haben wir ein Rezept für eine Circuit Plate? Nein. Brauchen wir dafür ein Rezept? Ich würde sagen, nein. Ich mache jetzt einfach mal so 3 Stacks davon. So. Das hier packe ich mal da rein. So. Also. Energized. Haben wir auch nicht. Glowstone. Dann machen wir einmal so und dann einmal aus so. Gehen hier rüber. Vielleicht nicht rüber. Vielleicht sollten wir auch dann erstmal das zu Ende machen. Man merkt ein bisschen, vielleicht ich bin ein bisschen raus. Aus so mach so. So, wo haben wir ihn? Das können wir da reinpacken und das packen wir hierzu. Wie viel Silicon brauchen wir? Wir brauchen 4 Stück. Also noch 3. Sehr schön. Packen wir erstmal da rein. Okay. Wolle haben wir. Ach, das ist die Rock Rule. 1000. So. Ah ja, warte, das war jetzt nochmal das hier. Ja, dann machen wir einfach so ein bisschen mal. Und dann machen wir jetzt hier nochmal richtig. So, und Stacks sollte ja reichen. 3, 4, 5, 6. 6 mal 4 ist 24. Machen wir uns einmal. Dann noch davon 8 Stück. Und von denen brauchen wir 4 Stück. Und dann sollten wir den Bus Randomizer haben. Sehr schön. Was fehlt jetzt noch? Der Sentinel Ender. Haben wir einen Ender Resonator? Nein. 1, 2, 3, 4. Solarium, Silicon und Vibrant. Solarium. Machen wir mal. Eins, zwei, drei, vier. Haben wir das auch schon. Alloy. Na, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Sehr schön.
Da haben wir jetzt mal anders gebraucht, genau. Dann machen wir den Ender-Resonator mal gerade fertig. Slice and Splice. Oh, das war's schon. Das war jetzt Schau von mir. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Der Rest kann dann wieder ins ME. Und dann sollten wir alles für die Autospawner ready haben. Aber warte mal, können wir ja so machen. Oh, wir brauchen noch ein Draconium. Das könnte jetzt lustig werden. Gibt es eigentlich einen Nether Star Block? Nein. Mist. Also wenn wir jetzt Pech haben, könnte das ein bisschen dauern. Oder wir machen es so. Das war das Dümmste, was ich hätte machen können. Haben wir gemacht. Ich würde sagen, alles vermalten. So, vier Autospawner. Sehr schön. Jetzt will ich mal gucken. Ich hatte ja hier irgendwo Netherstars ausgelagert. Die werden auch noch hier reingeschickt. Ja, gut. Temperio, was sind's? Wieso sind die da drin? Ah, ich bin jetzt. Komm, es geht schneller. Ja gut, ich hatte noch eine Essence Cow da. Das war aber nicht die einzige, die ich hatte. Ich glaube, die andere dürfte dann da drin sein. Müsste ich auch mal abstellen, davon haben wir jetzt wohl auch genug. Sehr schön. Dann brauchen wir. Wir brauchen heute, womit wir die Kühe melken können. Einen Rancher. Kein Ranch Gear, ein Ranch Chair. Aber da fällt mir auf, da hat man ja hier oben einen. Und da wir den nicht mehr brauchen werden, können wir den einfach recyceln. Hallo Mokus. Doch bestimmt noch einen Tesseract. Machen wir hier Sand only. Da können wir hier die Energie, die wir noch haben, können wir recyceln. Hauptsache, wir kriegen momentan Energie rein. So, und ich schalte dann hier einmal alles aus. Und ich nehme mir Quarz, nicht Quarz. Schreiben will gelernt sein. Kann auch ein Dosch nicht. Okay, was heißt auch ein Dosch? Ein Dosch kann das erst recht nicht. Dann nehme ich mir so eine Bilderswand mal raus. So, mache dann hier einmal so. Das ist eine 6x6 Plattform. Perfekt. Machen wir dann hier auch nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr schön. Packen dann hier eine Box drum. Wobei, Moment. Machen wir dann doch lieber 7x7. Und das ergibt feiner Sand.
So, schlechte Witze für heute abgestempelt. Dann machen wir einmal so. Sehr schön. Dann will ich aber Moment, das einmal wegpacken. Wobei, gib mir mal hier Lapisblöcke. Wir brauchen ja noch einen. Ach, ich bin so schlau. Ich bin so klug. Ich bin so KLOK. So und so. Jetzt passt das auch. Jetzt wird ja auch ein Schuh draus. Wir brauchen ja hier noch etwas, um so den hier zu machen. Damit das hier symmetrisch ist. Zumindest so irgendwie. So eine 5x7 Box, das sollte reichen. Ich sehe schon wieder so ein paar Leute, die Facepalms verteilen. So wollte ich die aufgebaut haben. Vielen Dank. Genau so. Ach, da ist der letzte. So, dann kommen die weg. Habe ich meinen Dislocator weggepackt? Ja, habe ich. Die können jetzt erstmal weg. Gefällt mir noch nicht. Ich mache jetzt doch mal eine 7x7 Box draus. Aus dem ganz, ganz einfachen Grund, weil ich keinen Bock habe, dass da jetzt Kühe rausspawnen. Kühe sah schon. Du gehst mal weg. Hier, wir wollen ja hier die Animated Blocks spawnen. Und ich habe schon gesehen, dass die Folge vorbei ist, aber weil ich jetzt so lange keine Folge kam, werde ich heute einfach mal überlänger machen. Ich werde das hier fertig bauen und gut ist. Ups. Einfach weil ich das heute auch mal brauche. Also für alle, die zuschauen, entweder Glück gehabt oder Pech gehabt, dürft ihr euch jetzt hier aussuchen. Hier live in ihrem Kino. So, 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 so. Dann kommt hier ein Tesseract drauf. Wobei, können wir auch machen. Wo kommt der schon mal Energie? Energy. So, bekommen die schon mal Energie. Sehr schön. Dann brauchen wir einen Grinder, fällt mir auf. Wobei ich mache jetzt erstmal hier die. Plattform fertig. Wir haben doch bestimmt so einen Sledgehammer. Okay, dann machen wir hier rum. Wobei, den stelle ich dann lieber genau so hin. Fans haben wir da. Okay, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 5.
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön, dann können da jetzt die Kühe rein, die können gerancht werden. Gerancht. Ich schraubschlüssel meine Kühe. Die können wir dann hochficken lassen. Vielen Dank für diese Aufmerksamkeit, mache der Sicherheitslücke. Cool, nein, nein, nein. So. Hatte ich ganz vergessen, dass sie das können. Seht ihr, so lange habe ich nicht mehr richtig gezockt. Okay, die bangen einfach nur ein bisschen. Ich habe gerade schon durch ein bisschen Schiss bekommen. So, dann brauchen wir einen Grinder. Jetzt würde ich überlegen, welchen wir nehmen. Ich glaube, der wird sich anbieten, weil wir dann durch die Blöcke ja nochmal Essenz bekommen. Haben wir dafür alles? Haben wir. Dann mache ich das sogar so, dass ich dann hier einmal so mache. Dann so. Dann sage Base. Send only, receive only. Energy. Und Fluid. Einmal so und einmal so, einmal so und einmal so. Sehr schön. Dann mach ich einmal hier neben so, sage Auto always active. Insert. Extract always active und insert. Kann der jetzt eigentlich auch den Ridge von den Spawnern anzeigen? Ja, kann er. Also müsste ich. Also wenn da eine Wand drin ist, dann können die ja nicht spawnen. Das heißt. Leiten für Quartz und nochmal so 200 fertig. Burn Quartz für die Umrandungen. Ja, warte mal. Dann kann ich den dann noch eins nach hinten setzen. So, geh mal weg. Ich will ja noch alles hier schön im Design halten. Super. Mein nächstes Modpack steht auch schon fest. Und es wird mal wieder kein HQM sein. Oder generell kein Hardcore-Modpack. Ich brauche einfach mal was wieder zur Entspannung. Und kurzer Tipp. Nein, es wird nicht Project Ozone Lights sein. Das werde ich wahrscheinlich mal im Stream zocken. Habe ich nämlich auch vor kurzem angefangen gehabt, damit ich etwas zum Ausgleich habe. Ich bin da auf einen Streamer aufmerksam geworden, der Grimmig. Ist mittlerweile ein, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein guter Kollege geworden, mit dem ich mal gut sowas zocken kann. Aber naja. Generell so Streams werde ich ankündigen, wenn ich es mache. Also dann schön
wenn ihr mal zuschauen wollt, schön auf Twitter verfolgen. Mache ich übrigens auch damit Facecam. Ja, ich habe mich dann damals für eine Facecam entschieden. Ich werde es aber für die LPs rauslassen. Ich finde, es passt einfach nicht zu Minecraft. Und dann kann man zu irgendeiner kommen. Wer macht das aber auch? Ja, schön, dass der und der das macht. Ich mache es aber nicht. Weil ich habe da irgendwie so nicht so wirklich viel Bock drauf. So, haben wir denn schon Essence bekommen? Wie sagt denn der LPG? Ach, ja, okay. Zack. Ich weiß nicht, was wir machen. Dann sagen wir nicht, hier. Hier sagen wir never active. Und dann hier. Always active. Dann haben wir noch so einen Puffer. So, jetzt dürfte aber, wenn hier, genau, hier ist schon Essenz drin. Einmal das Inventar was aufräumen, die brauche ich nicht mehr, die brauche ich nicht mehr, die brauche ich nicht mehr. Machen wir es mal so. So. Wir können einmal Reed nehmen. Oh, das ist nicht gut, dass da ein Loch ist. Das ist ganz und gar nicht gut. So. Hä? Ich bin gerade verwirrt, wieso? Ich muss mal gerade etwas nachgucken. Ich frage mich jetzt gerade, wieso der mir eine Etching Acid gegeben hat und keine Mob Essence. Ja, das schalte ich gleich eindeutig mal ab. Essence. Da. Mob Essence. Geht doch. Wieso habe ich denn eine Etching Acid dabei? Habe ich mich vergriffen? Achso, das ist aber ganz nebenbei, habe ich ganz vergessen. Von mir so ein frohes neues Jahr, ne? Ah, die kann ich noch nicht spielen, die sind noch nicht fertig. So. Hier ist voll. Hier noch nicht. So. Zaubertrick. Spawn exact copy. Yes. 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 Dann nehmen wir uns einmal die hier raus. Machen uns nochmal zwei Ender-Chests klar. Welche Farbe haben wir denn so? Wir nehmen jetzt mal dafür Light Gray. Und zwar Light Gray in die Mitte. Dann nehmen wir so einen ollen Draw Controller und vier Draw. Das Light Gray Die hätte ich aber noch gerne. So, der kommt dann einmal. Packen wir die Drawer so hin. Und das packen wir dann unten drunter. Das dahin. Light Gray in die Mitte. Sehr schön. Dann brauchen wir Item Conduits.
Und die Speed-Teile dafür. Volle 15 Stück. Sagen Extract Always Active und Insert. So, seid ihr dann jetzt das Fickens willig? Du ja, du noch nicht so ganz. Und können dann einmal hier sagen, gib ihm, gib ihm, gib ihm und gib ihm. Und dann sagt mir jetzt gleich mal zu spawnen. Wenn der Work einmal voll ist. Und wir haben unseren ersten Bedrockium und die Lootpicks sollten wir raussortieren. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die Essenz überall verteilt kriegen. Problem ist, wir verbrauchen gerade mehr Essenz als alles andere. Oh! Vielleicht sollten wir dann nochmal sagen, dass er die Essenz verteilen soll. Extract always active. Insert. 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 So, schon haben wir 6 Bedrockium-Blöcke. Die Lootpicks müssen wir auf jeden Fall rausfiltern. So, du willst noch nicht so ganz gut. Dann warten wir jetzt einmal und wir vermehren euch. Das werde ich jetzt aber offscreen machen. Ich würde sagen, 36 Minuten sollte reichen für eine Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn das Ganze läuft. Bis dahin. Tschüss.